Ist Kampftraining für Laper sinnvoll oder sinnlos? Ich sage absolut sinnvoll. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, dass jeder, der im Lab eine Waffe in der Hand hat, diese auch zumindest ein wenig beherrschen sollte. In diesem Video erfährst du 5 Gründe, warum mir dieses Thema so wichtig ist. Und bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, denn dann werde ich zum häufigsten Einwand Stellung nehmen, nämlich, dass die historischen Techniken zum Großteil nicht im Labkampf verwendet werden können. Also sei gespannt und auf in die Schlacht! Seid gegrüßt, Heute Maid und werter Recke. Mein Name ist Florian, alias dein Lab-Tutor, und ich heiße dich hier herzlich willkommen. Auf meinem Kanal bekommst du alles, du hast richtig geraten, rund ums Thema Lab. Also komm gerne in mein Heer und schmetter den Abo-Button. Der Gedanke zu diesem Video kam auf durch einen Beitrag von Vyvan. Wie du weißt, der Schwerthändler meines Vertrauens. Link wie immer unten in der Beschreibung. Und sie haben die Community gefragt, ob sie separat Schwertkampf trainieren, wenn es um Labkampf geht. Und das muss nicht unbedingt HEMA sein, das kann auch was anderes sein. Labgruppentreffen, andere ostasiatische Geschichten. Also ob man grundsätzlich den Labkampf separat trainiert. Und da habe ich gedacht, das ist natürlich genau mein Thema, um da mal schnell bzw. auch etwas länger meinen Senf dazu zu geben. Und hier an dieser Stelle möchte ich jetzt meine 5 Gründe mit dir teilen, warum ich persönlich es essentiell wichtig finde. Die Sicherheit. Das Schlimmste, was mir auf einer Lab-Veranstaltung passieren könnte, wäre, wenn ich jemand anderen verletze. Das finde ich viel schlimmer, als selbst verletzt zu werden. Den Göttern sei Dank ist das in meiner Lab-Karriere noch niemals vorgekommen und hoffentlich bleibt das auch so. Du kennst aber mein Motto, wenn du meinen Kanal verfolgst. Ich sage, wirklich vorsichtig kämpfen kannst du nur, wenn du deine Waffe tatsächlich beherrschst. Und ich denke, der durchschnittliche Laper überschätzt seine Kampffähigkeiten und gerade seine Präzision im Labkampf ganz erheblich. Im Schnitt habe ich pro Woche zwischen 4 und 7 Stunden eine Waffe in der Hand. Und selbst ich merke, wenn ich im Labkampf eine Wehr führe, mit der ich mich nicht regelmäßig ertüchtige. Das ist deutlich spürbar. Sicherheit bedeutet für mich nicht nur die Sicherheit meiner Gegner, dadurch, dass ich Schläge abbremsen kann und häufiger den Kopftreffer vermeide. Sicherheit bedeutet es auch gleichzeitig für mich, denn durch mein regelmäßiges Beinarbeitstraining stehe ich natürlich sicherer, rutsche nicht so häufig aus und falle in Konsequenz auch natürlich nicht so häufig. Und das kommt wiederum sehr meinen Mitspielern zugute, dass ihnen nicht so häufig ein 125 Kilo Ritter auf das Haupt fällt. Die Effektivität. Ich persönlich weiß nicht, wie du es empfindest, aber ich würde sagen, ich nehme deutlich wahr, dass Lab sich von sehr stark punktebasierten Systemen entfernt. Entweder in freiere Systeme oder in Systeme, wo die Regeleingriffe wirklich minimal sind, wie zum Beispiel Dragonsys, was immer noch sehr up-to-date ist. Dinge wie Nierenstoß 3, Wutwirbeler 5 und Paralyse Pike 8 werden dir wahrscheinlich nicht mehr wirklich häufig begegnen. Und das ist leider nicht so überspitzt, wie es klingt. Ich war schon auf Cons, wo Krieger dich entwaffnen konnten, direkten Schaden machen konnten oder dich sogar mit einem Schlag lähmen konnten. Finde ich jetzt nicht unbedingt so wirklich erstrebenswert. Selbst im Low-Fantasy-Setting werden Zauberkundige immer ihre Zauber haben in irgendeiner Form. Aber der Krieger ist tatsächlich auf seine OT-Fähigkeiten angewiesen. Und wenn der gestandene Held von 2 einfachen Wald- und Wiesengulen zu Boden gestreckt wird und um Hilfe schreien muss, dann ist das nicht sonderlich heroisch und wird auch wahrscheinlich nicht die edlen Damen beeindrucken. Ich würde sagen, ein Kämpfer sollte kämpfen können. Zumindest ein bisschen.
Es gibt natürlich in vielen Systemen Kampffähigkeiten auch für Krieger, aber die sind nicht wirklich der Gamechanger. Und es ist recht wahrscheinlich, dass ein Kämpfer, der einfach versierter ist im Kämpfen, jemanden besiegen kann, der bessere Fähigkeiten im System hat, aber schlechter OT kämpfen kann. Sollte jetzt eine Stimme in dir laut werden, die schreit, es geht im Lab nicht um Gewinnen und Verlieren, bin ich 100% bei dir, unterschreibe ich und predige das selber relativ häufig. Wir haben nur ein Problem, dass im Lab viele Dinge einfach auf den OT-Fähigkeiten beruhen. So ist das nun einfach mal, deswegen heißt es ja auch Live-Rollenspiel. Rennst du schneller, bist du eher in Sicherheit. Verhandelst du besser, bekommst du wahrscheinlich mehr Sold. Schleichst du besser, bleibst du höchstwahrscheinlich unentdeckt. Sprichst du deine Zauber epischer, wirst du wahrscheinlich das Magier-Duell gewinnen. Und kämpfst du besser, ist es recht wahrscheinlich, dass du aus einem Duell siegreich hervorgehen wirst. So einfach ist es. Und dieser Punkt führt mich direkt zum nächsten, nämlich zum Schauspiel. Nur weil man effektiver kämpfen kann, muss es nicht heißen, dass das Schauspiel auf der Strecke bleibt. Ganz im Gegenteil sogar. Wenn im Kampf durch deine Versiertheit sehr viele Dinge automatisiert ablaufen, kannst du dich sehr viel besser auf die anderen Dinge konzentrieren. Wie zum Beispiel hingebungsvoller ausspielen. Weniger Stress ist immer gut, denn Stress ist ein absoluter Acting-Killer, wenn du mich fragst. Schauspiel im Kampf ist für mich unwahrscheinlich stark verwurzelt mit dem Ausspielen der Treffer. Ich habe im Kampf ein Ziel, denn ich möchte Wunden und Treffer auf Rüstung immer ein wenig theatralischer ausspielen als mein Gegner. Das führt dazu, dass selbst wenn mein Gegner auch vielleicht verliert, sehr viel Spaß im Kampf hat und dass es für die Zuschauer auch sehr viel interessanter ist zuzusehen. Ich habe bei der Sicherheitskomponente erwähnt, dass es ganz schlimm wäre für mich, einen Gegner zu verletzen. Eine zweite Sache wäre schlimm für mich, nämlich dass meine Gegner nicht gerne gegen mich kämpfen wollen. Ich versuche natürlich stets authentisch zu kämpfen, aber ich verletze niemals die Grundregel, die da besagt, dass mein Gegner im Gefecht mit mir immer Spaß haben sollte. Das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Besonders wenn das Gefecht von den Fähigkeiten sehr unausgewogen ist, versuche ich tatsächlich jeden Hau, ob Rüstung oder nicht, möglichst theatralisch darzustellen. Ich schreie kurz auf, ich torkele nach hinten, ich halte mir kurz den Arm. Ich möchte, dass es tatsächlich ein gewisses Erlebnis ist und ich möchte tatsächlich auch, dass ich meinem Gegner anzeige, aha, ich habe gesehen, du hast mich getroffen, gut gemacht. Ein weiterer wichtiger Punkt, wenn es um Schauspiel geht, ist, dass man leider Ungeübten recht schnell ansieht, dass sie eben im Kampf ungeübt sind. Zumindest ein versiertes Auge sieht das recht schnell. Und da geht es so um Dinge wie Position der Waffe, Mensurgefühl, die Huten, die Schrittposition, die Schnittlinie. Also grundsätzlich erkennt man das relativ häufig, dass es da jetzt gerade um einen ungeübten Kämpfer geht. Das Gute an der Sache ist, das kann man relativ schnell beheben. Wenn man sich mit den grundsätzlichen Dingen im Kampf ein wenig auseinandersetzt, sieht das schon mal sehr viel authentischer aus. Denk einfach mal an Schauspieler. Die haben natürlich auch Waffentraining, damit es ein wenig echter aussieht, wenn sie nun mal Filme drehen. Im historischen Fechten lernt man immer, Bewegung möglichst schlank, kompakt und direkt durchzuführen. Aber von dieser Basis aus kann man immer ein wenig mehr übertreiben und ein wenig überschwänglicher werden und trotzdem noch effektiv sein. Selbst die alten Meister haben schon geschrieben, willst du die Menge beeindrucken, so wandere von Hut zu Hut, schlage ein Schwert oder zwei und greife mit etwas Spektakulären an. Und genauso ist es. Man kann eben von der Basis aus immer ein wenig spektakulärer werden. Und das Schöne ist, die Grundregeln im Fechten helfen dabei, einfach bedrohlicher auszusehen und zu wirken.
Ich persönlich finde, was den Schaueffekt im Kampf immer sehr stark zerstört, ist wildes Fuchteln. Und wild fuchteln tut man immer dann, wenn auf einem Stimulus kein Impuls programmiert ist. Das heißt, es ist eine ganz normale Reaktion, wenn du auf einen Stimulus kein einprogrammiertes Bewegungsmuster hast. Und da kommt jetzt die schlechte Nachricht, das kriegst du nur raus durch Übung. Wenn du genau weißt, von da kommt der Hau, so kann ich versetzen. Und selbst gute Reflexe sind schön, aber helfen auch nur, wenn neuromuskulär da ein gewisses Programm hinterlegt ist. Sonst sieht dein Fuchteln einfach nur noch schneller aus. Die Fitness. Wenn du mich näher kennst, wirst du sicherlich wissen, was meine wahre Profession ist. Und ich kann sagen, das Schwertkampftraining ist ein großer Teil meiner Herz-Kreislauf-Ertüchtigung oder des neumodernen Cardio-Trainings. Besonders bei freien Gefechten geht der Puls so richtig schön nach oben. Jetzt egal, ob du im Labkampf mit Rüstung agierst, in Freikampfausrüstung und Feder oder im authentischen Harnischfechten aktiv bist, der Kampf ist ein super Part für deine Fitness, aber auch für deine Verbrennung. Und je fitter du bist, desto besser kannst du natürlich auch auf einem Lab agieren. Das ist ja völlig klar. Und ich habe es nicht nur einmal gesehen, dass ein Waffenknecht sich völlig erschöpft zu Boden geworfen hat nach ein oder zwei Treffern, weil er einfach schlicht und ergreifend am Ende seiner Kräfte war. Kommt vor. Viele Laper sind nach einer Con mit vielen Kämpfen super glücklich, aber urlaubsreif. Und mit ein bisschen Training kannst du dann natürlich super vorbeugen. Der Spaßfaktor. Ich liebe Schwertkampf in jeder Form und es möchte ich tatsächlich öfter haben als 3 bis 5 Mal pro Jahr auf einer Con. Chima, genau wie Basteln, ist für mich eine wunderbare Möglichkeit, mein Hobby eben auch über die Veranstaltung hinaus zu genießen. Es macht mir wirklich Riesenspaß, dieses Hobby im Hobby zu haben. Wenn ich eine Waffe in der Hand habe, dann bin ich happy. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das wirklich für mich spricht, aber so ist es. Jetzt egal, ob Solo-Training, Freigefechte, das Training bei uns im heimischen Verein oder Testcutting. Ich liebe es einfach, meine Fähigkeiten stetig zu verbessern und ich liebe es auch vor allen Dingen zu sehen, wie gut das tatsächlich alles ineinander greift. So, das waren also meine 5 Gründe und ich hoffe, du kannst jetzt ein wenig besser nachvollziehen, warum ich sage, es ist tatsächlich relativ wichtig. Und jetzt möchte ich aber noch auf diesen großen Einwand eingehen, nämlich, dass ein Großteil der historischen Techniken nicht nutzbar im Lab ist. Und wie du wahrscheinlich schon ahnst, kann ich diesen Einwand nicht so wirklich mitgehen. Wenn man jetzt mal bedenkt, was offensichtlich rausfällt, dann sind das Stiche, Schläge, Tritte, Ringen am Schwert, Würfe und Schläge auf den Kopf, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Und ich würde sagen, da bleibt ein Großteil dieser Stücke nach wie vor noch möglich. Und ich gehe hier sogar noch einen Schritt weiter und sage, dass die eigentlichen Stücken, also diese eigentlichen historischen Techniken, gar nicht der Kern der eigentlichen Schwertkunst sind. 90% der ablaufenden Dinge sind Grundaktionen wie Heue, Initiative, Mensur, also Distanzgefühl und Timing. Das ist Schwertkampf. Oder anders gesprochen, der richtige Hau zur richtigen Zeit im richtigen Abstand. Wenn das nicht zum Erfolg führt, dann kommen die eigentlichen Stücke ins Spiel. Wobei ich auch sagen würde, dass das tatsächlich mehr Prinzipien sind als einfache Techniken. Und jetzt kommt schon gleich der nächste Schritt. Die Techniken, die ich eben erwähnt habe, also die einfachen Heue, Paraden und so weiter, machen auch nur 50% der eigentlichen Kunst aus. Die anderen 50% sind Dinge, die du überhaupt nicht siehst, nämlich
die Beobachtungsgabe, das Wahrnehmen des Gegners, das Suchen nach Stärken und nach Schwächen, das Überraschen des Gegners, das in die Falle locken eines Gegners, dass man dem Gegner seinen Rhythmus aufzwingt und derlei Dinge. Also 50% der eigentlichen Kunst siehst du als Zuschauer gar nicht. Und du hörst schon, diese Thematik ist weitaus komplexer, als man das zu Beginn so meint. So, und ich hoffe, ich konnte dich jetzt endgültig überzeugen von dieser Wichtigkeit, etwas für seinen Labkampf zu tun. Du musst natürlich nicht gleich ins historische Fechten einsteigen, völlig klar. Aber ich denke, von ein bisschen mehr Übung profitieren alle Beteiligten. Zwischen den Veranstaltungen finde ich das immer ganz nett, um drin zu bleiben. Und besonders, wenn du auf einer Veranstaltung bist, vor Time-In, führe ein paar ganz lockere Gefechte mit deinen Bekannten, um dich wieder ein wenig vertrauter mit der Waffe zu machen, um ein wenig von diesem Gefühl zurückzubekommen. Denn theoretisch ein paar Tage die Waffe nicht mehr in der Hand gehabt, ich weiß, wovon ich rede, fühlt sich das tatsächlich anders an. Gehabt euch wohl und vergesst nicht, streitet für das Licht.